Alrighty, weiter geht's. Der Flug der Carnelian, umgetauft in Red Ice Cream. Yummy, wenn ich das Ding so angucke, ja, wird's auch einen lecker Bonbon abgeben. Der erste Teil ist extrem gut gelaufen. Kurzen Überblick, wir haben einen Mantis dazu gekriegt, zwei Angies, die sich fröhlich um unsere Systeme kümmern. Mit den 20 Scrap kann ich die nicht eigentlich, ja, die werde ich dieses Mal direkt in die Türen stecken. Wenn wir unsere ganzen Kämpfer losschicken, wollen wir auch ein bisschen gewappnet sein, falls wir gebordert werden. Und Bummklatsch, weiter geht's. Zack, nächster Sektor. Nächster Beacon. Das habe ich schon immer verwechselt. Oh, wir kriegen was geschenkt. Eine Hull Repair Drohne und 15 Scrap. Da sage ich nicht nein. Gleich weiter. Ab ins Asteroidenfeld. Naja, das ist doch mal albern, oder? Ich werde mich um gar nichts kümmern. Ich warte einfach, bis deine blöde Rakete geflogen kommt. Dann verschwinde ich. Glück gehabt. Nur bei 90% Ausweichchance. Komm, Asteroiden. Bom, drei noch. Wir zählen runter. Zwei. Eins. Ich hoffe, die Raketen... Na, immer auf die Triebwerke. Egal. Na, dann kannst du auch gleich mal aushelfen. 19, schickes Grab obendrauf. Und Stelly muss schon wieder auf die Krankenstation. Zack, zack, zack. Heil dich hoch. Genau. Weiter geht's. Distress-Signal. Auch das nehme ich mit. Fuel wollt ihr haben. Wir haben genug, deswegen schenke ich euch den mal. Und sie... Pike Beam. Na, sehr schön. Dann sollten wir doch mal überlegen, ob wir so langsam... unsere Waffensysteme ausbauen. Der erste Punkt in den Waffen startet ganz schön steil mit 60 Scrap. Danach geht's wieder runter auf die normalen 25. Gut, das heißt 60 Scrap zusammensammeln. Was hätten wir denn noch? Ein Store. Ich habe noch nicht so viel, was ich investieren kann. Springe ich oben rum? Das müsste ich hinkriegen. Ja, wir lassen den Store aus und machen mal eine große Biege nach oben. Kriegen wir noch ein bisschen was zum Entdecken... Wieso sie mich immer fragen, ob ich mich verstecken will? Nein, ich will mich nicht verstecken. Head on, direkt. Warte ich erstmal auf die gegnerischen Mantis. Wahrscheinlich sollte ich das tun. Ich habe nicht in der ersten Sekunde sofort geboardet. Machen wir das. Ach, was da hinten? Na, wenn ihr da hinten hin wollt. Ihr wollt ins Cloaking. Ach, wisst ihr was? Habe ich echt nicht so Angst vor. Oder sollten... Ach... Nö, komm. Wir sind einfach mal krass aggressiv. Wir springen direkt rüber. Lupo, zeig, was du kannst. Wir locken alle Systeme. Die Mantis nehmen jetzt schon Schaden. Das ist sehr schön. Und falls ihr abhauen wollt, hole ich hier auch gleich mal den Sauerstoff raus. Na, haben es gerade noch geschafft. Gerade noch geschafft. Na, wollt ihr wegrennen? Wollt ihr etwa wegrennen? Anpyro, mach mal gleich zu da hinten. Jep, alle krepiert. Genauso wie es gedacht war. Wir machen die Schotten wieder dicht. Ihr beiden Jungs, tief Luft holen und rein da. Ein, zwei Skillpunkte im Reparieren abstauben. Na, ihr nehmt noch nicht mal Schaden. So habe ich's gerne. Das war fix. Stelly, du kommst dahin. Sonst alles cool. Da wären unsere 60 Punkte. Dann heißt jetzt ordentlich Energie sammeln. Und dann hätten wir schon mal einen Pikebeam am Start. Wäre schon fast zu überlegen, ob wir dann die Taktik ein bisschen umstellen und als erstes immer auf die Schilde gehen. Sobald die zerballert sind, den Pikebeam reindonnern. Hello guys. Will ich euch ärgern mit einem Vakuum? Könnte ich im Grunde eigentlich machen. Ja, warum nicht? Und dann rennen wir rein. Ich ziehe unseren Mantis sofort raus, sobald er nicht mehr kann. Genau, der nimmt wahnsinnig schnell Schaden. Ja, ja, renn, renn, renn. Auf die Krankenstation mit dir. Den anderen beiden geht's auch nicht gut. Naja, dann...
Wow, was kriegt er denn immer noch Schaden? Oh, Lupo, beeil dich, beeil dich, beeil dich, renn. Ach du Scheiße. Lupo, sorry, du warst gerade auf einem Punkt da unten. Wow. Ach ja. Ja. Selbstüberschätzung kann manchmal krass nach hinten losgehen. So, alle wieder zusammen und weiter geht's. Und noch ein Mantis. Klein Laser und ein Beam sollte uns überhaupt nicht stören. Aber sie haben einen Teleporter. Na, machen wir doch erstmal den dicht. Da wären sie. Lupo, warum nicht? Du machst dazu. Anpyro, du schließt dich mal mit einem Mantis ein. Zeigst, wie hart du bist. Ja, cool. Sehr gut, sehr gut. Teleporter ist gleich dicht. Da ist er kaputt. Und sobald ihr könnt, kommt er rein. Genau. Der Mant, der Angie will unten reparieren. Da habe ich was gegen. Na, brauchst du ein bisschen Unterstützung? Tust dich ja ganz schön schwer mit so einem kleinen Roboter. Und zerlegt hat sie ihn. Yes, einen Menschen abgestaubt. Gundam, wie sieht's denn aus? Du bist jetzt fast auf 1. Ach komm. Du hast doch ordentlich was drauf. Du schlägst ein bisschen mit den anderen auf die Kacke. Das wollen wir sehen. Zurück, genau. Kurz reparieren. Und damit hätten wir unseren Vierer Teleporter voll. Sweet. Das wär's. Eine große Truppe zusammen. Gefällt mir sehr gut. Da ist der nächste Energiepunkt. Ein bisschen aus der Krankenstation und den Pikebeam reingedonnert. Na, schauen wir doch mal, wie weit wir mit unserer schicken Pikebeam-Taktik kommen. Ach so, er will abhauen, er will sofort abhauen. Na komm, dann schicke ich mal den. Jetzt muss ich überlegen, es gibt nur zwei Zweierräume, ich krieg euch nicht alle zusammen raus. Das heißt, ich schicke Gundam, der bis jetzt noch am schwächsten ist, nicht mit, sondern erstmal, zack, nur euch beide. Und ihr kümmert euch ganz schön ums Cockpit. Einfach in Ruhe kaputt kloppen. Genau, das wär's. Danach Waffen oder Triebwerk, damit ihr nicht mit uns abhaut. Ja, da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Und schlag erstmal das Triebwerk kreuz und klein. Kreuz und klein? Ja, genau. Kurz und klein. Da ist es schon auf 1 runter. Und dann nehme ich auch die Rakete in Kauf, die jetzt kommt. Das wär's. Keine Triebwerke mehr. Bumm. Dicker Treffer. Den kann ich verkraften. Das war die Crystal Vengeance, die da runtergegangen ist. Na gut. Noch eine Rakete. Ich will die Schilde klein kriegen, damit ich ihn mit dem Pike Beam kaputt hauen kann. Ich muss aufpassen. Ja, haltet mal kurz durch, haut den letzten Schild, da wäre der Schildpunkt unten, zurückgesprungen. Geht's euch gut? Euch geht's gut da unten. Und Pikebeam drauf gedonnert. Bom. Und die Rakete wollen wir auch nicht. Kriegen sie aber trotzdem noch ab. Na, war doch Sieg. Klar doch. Okay, alle zusammenflicken. Sehr schön, sehr schön. Das war ein abgefahrener, ganz komischer Kampf. Not enough power, was sagt er da? Passt doch alles. Passt doch alles. Sehr gut. Na, so langsam wäre es mal angedacht, unsere Krankenstation auszubauen, damit wir hier nicht so eine lange Downtime haben. Raffen, du lässt dich auch kurz verarzten und zurück ins Cockpit. Zack. Weiter geht's.
Und naja, übertreiben wir es diesmal nicht. Ab zum Exit Beacon. Und habt ihr noch was zum Spielen? Oh, Treibstoff. Na, den nehme ich doch sofort mit. Aber ganz sicher. Und da ist die Angie Homeworld. Ah, ich liebe es, wenn der Plan dann doch immer wieder aufgeht. Angie Homeworld, ich verlasse sie nicht, bevor ich das Medbot Dispersal habe. Oh, dafür brauchen wir aber viel Scrap, um den Gegner auch zu bezahlen. Na, mal gucken, ob wir den zusammenkriegen. Springe ich erstmal eins nach vorne und dann zurück zum Distress-Signal. Side with the Fugitive and fight the Angie. Oder wollen wir Kohle haben? Ich könnte mir halt noch einen Mantis abstauben und den ins Waffensystem und als Verteidiger hinstellen. Probiere ich das? Probiere ich das? Ich glaube ja. Es geht aber so häufig schief. Na komm, diesmal Daumen drücken. Sieht gut aus. Yes! Atreu! Na, wunderbar. Der Gegner hat keine Krankenstation und wir können so easy rüberhopsen. In die Waffen. Ihr kommt da sowieso nicht durch mit eurem kleinen Laser. Ach, komm. Warum nicht? Bom. Zugemacht. Erstmal ganz entspannt die Waffen lahmlegen. Ah, die beiden Beams sind schon mal weg. Da kommt der erste. Wir müssen uns noch nicht mal drum kümmern. Ah, Piece of Cake. Und wieder zurück. Als wäre nichts passiert. Euch geht's gut. Allen geht's gut, oder? Oh ne, Anpyro hat ein kleines bisschen Schaden genommen. Na gut. Bom, bom, bom. Alles fit. Varnis, Gundam. Cool, das war's. Wow, was für eine Kampftruppe. Ich liebe es. Weiter geht's mit 40 Scrap. Wollen wir die jetzt schon investieren? Jetzt schon investieren. Die Energie brauche ich auf jeden Fall, aber 40 Scrap wären genau das, was wir für das Medbot Dispersal bräuchten. Ich hüpfe erstmal zurück. Daumen drücken, dass es das auch hinhaut. Ah, wir könnten das Schiff freischalten. Da ist jemand eingeklemmt. Na, wenn wir die Beamwaffe haben, probieren wir es doch. Genau, 23 Scrap abgekriegt, sonst nichts. Wir fliegen im Shop vorbei. Bisschen zusammenflicken. Anti-Schiffsdrohne, eine Drohnenkontrolle, die Hull-Repair-Drohne. Naja, da noch Drohnen drauf bauen. Die Hull Repair Drone. Ich glaube, die verkaufe ich. Brauchen wir nicht. Brauchen wir einfach nicht. Weiter repariert. 100 Scrap bleiben übrig. Und naja, wo investieren wir denn dann? Was wollen wir denn? Wir wollen noch aggressiver werden. Noch aggressiver. Mehr Ausweichchance. Oder den dritten Schildpunkt. In die Waffen werde ich nur investieren, wenn ich auch passende Waffen finde. Noch schneller mich zurückziehen muss ich bis jetzt. Ah, eigentlich noch nicht, aber. Wir haben gerade keine besonders aggressive Variante. Ein Punkt Energie, weil es wichtig ist. Ein Punkt Triebwerke und Cloaking oder Teleporter. Cloaking oder Teleporter. Bom, Cloaking. Nächste Baustelle ist ein weiterer Punkt in den Teleporter. Dann muss ich mir keine Angst machen, dass ich die Leute nicht rechtzeitig zurückkriege. Weiter geht's. Listen to their offer. Ah, das ist die Aufgabe, die Gegner dabei davon zu überzeugen, dass das Piratenleben nicht kein Zuckerschlecken ist. Na, das machen wir doch mal direkt, indem. Ah, obwohl. Ne, ich will lieber die Bombe da loswerden. Hingesprungen und zugemacht. Und sobald die Waffen unten sind, da wäre die Bombe schon mal weg. Da ist sie wieder da und gleich ist sie wieder weg.
Na komm, kriege ich's noch? Gundam, hilf mir nach. Genau. Naja, okay, das ging schneller als gedacht. Raus an die Schilde. Na, dauert ganz schön lange, sich hier selbst durchzukämpfen. Und da kommen sie hinterhergerannt. Naja, wenn ihr alle kommen wollt. Alle wollen sie kommen und spielen. Na, dann mache ich halt einfach die Crew platt. Wir brauchen gar keine Waffen, wie ihr seht. Ach, du rennst weg? Ah, ich sehe. Du hast eine Krankenstation da unten. Na, dann sind wir doch mal ganz fies. Ganz fies sind wir. Kriegen wir dich direkt? Da kommen sie beide. Und zerlegen wir sie? Okay, sie halten sie einfach unten. Da passiert gar nichts. Ah, doch, den ersten hat es zerlegt. Dann zerlegt es die Nummer 2 genauso. Da ist er weg. Gut, alles leichter als gedacht. Wir springen zurück. Wer braucht ein Pflaster? Du brauchst keins. Dafür aber an Pyro. So, was tun wir jetzt? 20 Scrap, einfach weiter. Noch fix im Distress-Signal vorbei. Können wir. Ja, ich springe nach vorne, sammle ein bisschen Scrap, zurück ins Distress-Signal und dann direkt hoch in den Store, falls wir es da nicht ausgeben sollten. Sounds like a plan. Okay, schon wieder ein Gegner ohne Krankenstation. Ihr habt keinen Teleporter, das heißt, ihr kommt auch nicht rüber, um mich zu ärgern. Cool. Machen wir doch so. Oh, da flog gerade eine Drohne rüber. Das heißt, ich donner mein Cloaking rein. Lass Gundam den Raum schließen. Genauso wie... Na, dann kommst du da hinten auch nicht durch. Dann kann Anpyro da mal ordentlich wursteln. Da kommt sie geflogen. Gut, gut, gut. Das heißt, was ist die Taktik? Na, dann muss Atreo da ein bisschen aushelfen. Was mussten sie denn diesen Namen reinholen? Jedes Mal, wenn ich Atreo sage, muss ich... Na, wie heißt's? Der erste Name, der mir einfällt, ist in einem Land vor unserer Zeit. Nur, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Die unendliche Geschichte. Da habe ich's doch. Da kommt er geflogen, sofort zu unserem Mantis, sowas gedacht. Lupo, du machst das selber nochmal. Na, kommt da klar? Ja, scheint zu funktionieren. Rakete kommt geflogen, fliegt vorbei. Noch besser. Komm, schalt die Raketen aus. Jetzt gefällt es ihm gar nicht mehr. Naja, dann muss er mal ganz kurz auf die Reparaturstation. Rakete fliegt vorbei. Schon wieder gut. Und der letzte. Yes, das war der letzte. Es geht euch fast allen gut. Sehr schön, passt mir extrem gut. Das Mantis-Duo hüpft mal schnell rüber und hilft da aus, den Dreck darunter zu hieven. Seid aber auch zerbrechlich. Mann, Mann, Mann. Na komm, flick mal das Loch zusammen. Sehr schön. Stelly zurück an die Triebwerke. Varnus ist unser Kämpfer. Cool. Wieder ein Problem beseitigt. Mit den 59 Scrap. Der Teleporter. Bevor ich den nicht ausbaue, lässt es mich nicht in Ruhe. Ja, ich will ihn einfach haben. Gleichen Punkt Energie dazu. Sehr schön. Okay, jeder wo er hingehört. Ja. Ah, jetzt habe ich das Geld ausgegeben. Na, ich Trottel. Na, dann bringt uns das Stress-Signal eigentlich auch nichts. Oder wahrscheinlich nicht.
Oh, board the station. Sollen wir es ausprobieren? Ich muss mich mal kurz räuspern. Entschuldigung, Leute. Okay, besser. Doch nicht ganz gesund. Egal. Board the station. Board the station. Ich habe genug Leute. Ich habe eher Angst, jemanden zu verlieren, als irgendwen dazu zu kriegen, den ich gerade nicht unbedingt brauche. Deswegen springe ich einfach mal so weiter. Wir gucken im Store vorbei. Ob uns nicht zufällig jemand was Krasses. Flashy, Felicity und Ariel. Drei Angies. Was ich machen könnte, da wir so krass aufs Teleporten ausgelegt sind, könnten wir eigentlich den Pike-Beam verkaufen, aber dann habe ich gar keine Waffe mehr. Das mache ich lieber nicht. Aber das Reparieren ist extrem günstig hier. Günstiger kann es nicht werden. Da repariere ich mich komplett. Give them the fuel. Na klar, machen wir. Map is updated. Was geben Sie uns? Komplette Informationen über das System. Gut, na dann fliegen wir doch mal genauso weiter. Da will uns wer bestechen. Gibt's nicht. Schaffe ich's ganz fix, den Teleporter zu locken? Mal gucken. Ja, es läuft ein Crystal rein. ein Sultan, meine ich. Und sogar noch ein Angie. Na, die lassen wir mal beide reinkommen, oder? Kommt spielen, Jungs. Da mache ich. Oh, sie haben es geschafft, rüber zu springen. Ah, na klar. Das funktioniert natürlich. Na dann, schnuppert ein bisschen an der Luft. Atreo stellt sich bereit. Genau. Naja, noch nicht ganz genug Schaden genommen. Da wehrt ihr. Dann spielt man mit einem Mantis. Springen zurück. Na, ihr seid aber auch wechselhaft. Mann, 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 Mann. Auch nicht mehr das, was sie waren. Und da wäre das Schiff schon wieder bereinigt. 28 Scrap. Schick, schick, schick. Nein, bevor ich euch zurückhole, sollte ich euch versammeln. Genau. Und wer braucht eine Reparatur? Ihr drei vielleicht? Ja. Unserem schicken Mantis geht's gut. Was für eine Angreifertruppe. Na dann, einen Beacon noch. Wir könnten uns sogar zwei noch leisten. Na dann nehmen wir sie alle mit. Wenn schon, denn schon. Respond to the call and move in to assist. Wem sollen wir denn helfen? Einem Engie-Schiff? Oh. Wir helfen einem Engie-Schiff gegen ein Engie-Schiff? Okay, was auch immer euer Problem da ist. Was tun wir? Lauft mal rüber, genau, helft mal ordentlich aus. Und Anpyro, dich können wir eigentlich jetzt schon rüberschicken zum Helfen. Wo willst du denn hin? An die Waffen? Gut, wenn du unbedingt willst, geh an die Waffen. Wo kommt? Da kommt jemand gerannt und ich mach zu. Den Angreifern geht's gar nicht gut. Der erste geht in die Knie und die Nummer zwei genauso. Okay, der Schuss wäre durchgekommen. Das habe ich gar nicht kommen sehen. Passt, passt. Lässt sich mitarbeiten. Oh, und da kommen die Freunde zu Hilfe. Na, lauf mal ein bisschen weg. Lauf mal einfach ein bisschen quer übers Schiff und wir treffen uns im Schildraum wieder. Genau. Es geht fast allen wieder gut. Naja, ihr seid schneller als gedacht. Gut, dann rennst du halt einmal quer übers Schiff. Der Rest ist wieder fit. Ah, es macht echt Spaß, mit dem Gegner zu spielen. Da wären wir. Na dann. Show me what you got. Sweet. Beide gelegt. 38 Scrap. Wir werden immer krasser. Die Jungs nehmen noch nicht mehr Schaden. Oh, Stelly. Schon wieder irgendwann mal was abgekriegt. Auch nicht der stärkste, wa?
Na, dann würde ich sagen, das war doch schon mal wieder eine ordentliche Tour für den zweiten Teil. Ich stelle euch alle mal in eure Positionen. Wir springen. Gut, beim nächsten Mal in den vorletzten Beacon vorm Exit. Oh, damit wären wir durch Sektor 3 durchgekommen und wow, das Schiff macht ordentlich Stress. Juti, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es macht euch weiterhin Spaß. Bis zum nächsten Mal. Fresh Kappa ist raus. Bye bye.